Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beantworte ich euch die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Rentabilität. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Eine weitere Firma verursacht auch wieder Verwaltungskosten wie Büro, Buchhaltung, Personal und so weiter. Vorab können wir sagen, dass es sich für deutsche, österreichische und Schweizer Firmen, die sehr kleine Gewinne machen, nicht lohnt, eine EU-Firma fernab der Heimat zusätzlich zu eröffnen. Mit einem Jahresgewinn von 1-3% ist davon abzuraten. Jedoch willst du Gewinne machen, keine unnötigen Sachen absetzen, nur um Steuern zu sparen, sonst mit deiner Firma in die Gewinnzone wachsen? Dann hält dieses Modell jeder Kostenvergleichsrechnung stand. Büro, Buchhaltung und Personal ist in osteuropäischen Ländern sehr erschwinglich und fällt kaum ins Gewicht. Eine Steuer von nur 1% auf den Umsatz ist kaum zu schlagen. Lohnt sich das Ganze nicht erst für mittlere und größere Unternehmen? Ganz im Gegenteil. Eine EU-Firmengründung als ausländische Betriebsstätte ist gerade für kleinere und mittlere Unternehmen besonders interessant. Wie ihr bereits wisst, wird auf den Umsatz bis 1 Million Euro im Jahr besteuert und das nur mit 1%. Genaue Details dazu findet ihr in einem anderen Beitrag von uns. So viel zu 1 bis 20 Mitarbeiterfirmen. Jetzt aber der besondere Vorteil für Selbstständige. In Rumänien gilt eine der liberalsten Kleinunternehmerregelungen in der EU. Die Obergrenze liegt bei 65.000 Euro im Jahr und nicht wie in Deutschland bei 17.500 Euro, um von der Umsatzsteuer komplett befreit zu sein. Das heißt, ihr könnt getrost über 5.000 Euro im Umsatz erwirtschaften, zahlt keinerlei Umsatzsteuer und versteuert eure Firmeneinnahmen mit nur 1%. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Sollte das Thema Firmengründungen oder Steuern sparen für dich interessant sein, so freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung.